Wunderbar. Gut, Sie sehen hier das Webinar. Vielleicht noch kurz nochmal zu mir. Ich habe gesagt, ich bin der Geschäftsführer. Ich habe die Firma Glenfiss 1999 gegründet. Ich habe relativ viel jetzt in dem Bereich getan über die letzten paar Jahre, auch mich selber ständig weiterentwickelt, natürlich mit den Kunden auch mitgereift. Und das ist ein spannendes Thema, bleibt spannend. Ich denke, ITIL ist nach wie vor eines der stärksten und besten Frameworks, um Service Management in Organisationen einbringen zu können. Was ich alles noch sonst so mache, das können Sie allenfalls später noch lesen. Sie haben dann auch Möglichkeit, bei meinem Blog zwischendurch dann mal mich mitzuverfolgen, was uns da so beschäftigt. Die Firma Glenfiss, für die, die es nicht kennen, ist, wir nennen uns das IT-Manager Kompetenzcenter. Ja, weil wir glauben, und das ist vielleicht oben rechts in dem Bild sichtbar, dass sich die IT noch mehr wandelt. Also mit dem, was wir in der Zeit erleben, bezüglich Cloud, bezüglich Sourcing, bezüglich Mangel an Fachkräften, wird sich eine Verschiebung wahrscheinlich abzeichnen. Die Frage ist nur noch, wie schnell das sowas vorangeht. Aber es wird sich eine Auftrennung wahrscheinlich ergeben, dass immer mehr die Technik zu Service-Providern wandert und den Unternehmens-ITs, vor allem dann die Schnittstellen Business-IT und IT-Supplier, wichtig sein werden. Das heißt, das IT-Management, und das ist dann unser Bereich, wo wir denken, dass wir da was beitragen können, muss sich weniger jetzt nur um Beherrschung von der Technologie kümmern, sondern vor allem, wie die Beziehungen regle, damit das Unternehmen den größten Wert erhält. Ja, und das Ganze gilt es dann auch umzusetzen. Die Glenfiss ist nicht nur im Schulungsbereich zu Hause. Wir haben unsere Erfahrung vor allem in den spannenden Projekten erfahren dürfen. Und so ein Projekt lässt sich ja nicht einfach installieren oder lässt sich beschaffen, sondern man muss die ganzen Phasen, die man von ITIL kennt, eigentlich durchwandern. Also von der Strategie über einen guten Design hin zur Umsetzung, Transition, dann in den eigentlichen Betrieb und das Ganze dann auch am Leben zu erhalten. Und dass sich das natürlich nicht nur auf Prozesse beschränkt, sondern insbesondere auf die Menschen, die ja dann zusammenarbeiten, auf das Management, auf die Technologie, das ist dann das ganze Spannende daran. Okay, das ist so ein bisschen, damit Sie etwa wissen, wie Sie uns da positionieren können. Was habe ich für Sie vorbereitet? Ja, der ITIL Master, der ist eigentlich seit 2012 jetzt verfügbar im großen Stil. Es hat schon 2 Jahre vorher gestartet mit Pilotversuchen. Ich bin selber eigentlich auch einer dieser Pilotversuche. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, dass man vielleicht nicht immer so genau hinguckt. Der Nachteil ist halt, dass der Prozedere viel, viel länger dauert. Aber ich kann Ihnen da sicher einiges von meinen Erfahrungen weiterbringen. Der ITIL Master ist letztendlich ein Projekt, das Sie machen dürfen. Es geht jetzt weniger um noch irgendwie Theorie nochmal zu pauken und irgendwelche Prüfungen abzulegen. Nein, Sie müssen eigentlich das Gelernte, das Sie ja mit dem Expert haben, in der Praxis nachweisen können, dass Sie es auch wirklich getan haben und dass Sie es im Griff haben. Und das wird dann über verschiedene Prozesse gehen. Das werde ich Ihnen noch zeigen. Ich gebe Ihnen auch Hinweise, wie Sie sich da vorbereiten können und vor allem, wenn Sie sich so entscheiden, was für Voraussetzungen was Sie mitbringen sollten. Gebe Ihnen noch ein paar Links, wo Sie sich weiter informieren können, plus natürlich Fragen, die Sie wahrscheinlich haben werden. Ja, die Übersicht, Masterqualifikation. Nochmal gesagt, das ist die Krönung der Ausbildung. Das war ja schon von Anbeginn her, als man 2007 mit der Version 3 auf den Markt kam, hat es ja so eine Ausbildungspyramide gegeben. Und der Spitze dieser Pyramide hat immer Master geheißen, aber es war nie so ganz klar, was jetzt hinter diesem Master genau steckt. Warum eine ITIL Master Qualifikation? Es ist eigentlich
eine Anforderung immer schon gewesen, dass man mit einer solchen Ausbildung, die man ja mit dem ITIL-Expert macht, nicht nur reines Wissen vermitteln will. Letztendlich ist das ganze Wissen nicht viel wert, wenn man es in der Praxis nicht nachweisen kann. Die Praxis zu prüfen ist aber auf der anderen Seite auch relativ schwer. Darum hat man das letzte Modul dann so gewählt und auch ausgestaltet, dass es eine Art Diplomarbeit letztendlich ist von dem, was man bis zum Expert gelernt hat. Man will auch diesen Experten eine Möglichkeit aufzeigen, wie sie ihre Erfahrungen tatsächlich auch umgesetzt haben. Also das wird dann die Qualifikation, die man haben muss, das sind natürlich nicht nur das Wissen eben, sondern auch die Methodik, die Techniken, dass man die in der Praxis erfolgreich eingesetzt hat. Und daher gibt es eigentlich jetzt keinen Syllabus. Also der Syllabus ist so eine Art ein Grunddokument, in dem die Anforderungen für die Prüfung und die Ausbildung hinterlegt ist. Das gibt es für den ITIL Master gibt es nicht. Der Anwender, also der den Master anstrebt, hat einen gewissen Freiheitsgrad, was er natürlich in der Praxis gemacht hat. Man wird nicht alle Facetten von ITIL in der Praxis nachweisen müssen, dass man die gemacht hat. Aber da drin, in den Bereichen, dass es ja gibt, hat man die Möglichkeit auszuwählen. Also Sie können auch keine Ausbildung genießen, die Sie auf den Master vorbereiten. Also die Ausbildungsmöglichkeiten, die es da offenbar zum Teil auch gibt, die klären Sie höchstens ein bisschen auf oder können Sie begleiten. Ich werde dann auch am Schluss noch aufzeigen, was man als Unterstützung anbieten kann, aber es wird keine Trainings geben, die einen zur Prüfung führen. Sie kennen ja diese Bloom Level, vielleicht auch schon von den vorhergehenden Ausbildungen, die sind ja abgestuft, ich zeige die später nochmal. Die Masterausbildung adressiert auf die höchsten Level. Also es ist wirklich dann, dass man nicht nur kennt und anwendet, sondern dass man es auch in der Lage ist zu beurteilen und dann die Situation zu analysieren. Ja, das nächste Bild, das dann einblendet, zeigt jetzt auch die verschiedenen Levels von Bloom, also die Stufe 1, wo Sie den Foundation mal gemacht haben, wahrscheinlich auch schon eine Weile her. Das bezieht sich eigentlich primär aufs reine Wissen. Also es geht darum, dass man die Grundzusammenhänge kennt, dass man die Begriffe kennt. Ja. Es erwartet niemand, der aus dem Foundation-Kurs herausgeht, dass er dann plötzlich alles anders macht und dass er die Prozesse selber beherrscht. Die Intermediate-Module, die gehen dann eigentlich eher darauf hinzu, dass man in den Fachbereichen, das sind ja dann die verschiedenen Lifecycle oder Capability Streams, dass man da schon eher eine Anwendung machen kann. Aber eine Anwendung mehr so zur Umsetzung, erste Analysemöglichkeiten. Der Managing Across the Lifecycle, der macht dann wieder die Verbindung über dieses verschiedene angesammelte Wissen in den Intermediate-Kurses, dass man das als Gesamtzusammenhang erkennt. Es geht schon eine Richtung in Synthese hinein. Und der Master ist dann letztendlich wirklich die oberste Stufe, wo dann die Erfahrung, die man ja gesammelt hat, nachgewiesen werden kann. Ja, was sind die Stufen? Es gibt ein klares Prozedere, einen klaren Ablauf, wie man die ITIL Master Qualifikation erreichen kann. Man muss sich ganz normal am Anfang auch registrieren. Das ist jetzt wichtig zu wissen. Man kann sich nicht beim Schulungsanbieter registrieren, sondern man muss sich bei einem Examination Institute registrieren. Ist einfach klar, weil die Schulungen da den Zugang nicht anbieten können. Die Examination Institute, die bieten die Möglichkeit an, beispielsweise TÜV Süd oder auch APMG. Das gibt verschiedene Examination Institutes, da kann ich nachher noch dann darauf hinweisen. Und
man bekommt dann eigentlich ein Formular für die Anmeldung. Das ist das Application. Das Nummer zwei, das ist ja eigentlich der effektive Start. Also man macht eine Anmeldung, dass man diese ITIL Master Qualifikation machen möchte. Und das hat dann auch Voraussetzungen, damit man das machen kann. Das wird natürlich dort dann auch nachgewiesen in dieser Anmeldung. Da gehört einerseits natürlich die bestandene Expertprüfung, respektive Malkprüfung dazu, wie auch eine gewisse Anzahl Jahre Erfahrung. Mit der Anmeldung ist natürlich dann auch die Rechnung dabei für die Prüfung. Ja, die Prüfung, die kostet auch noch etwas. Und wenn dann das alles erledigt und korrekt ist, dann kann man zur nächsten Stufe dann gehen. Das ist dann das Proposal. Also im Prinzip ist ein Proposal ein Projektantrag, wo Sie dann auslegen, was Sie genau machen wollen einerseits oder was Sie gemacht haben. In dieser Ausdrucksweise kennen Sie vielleicht, man kann einerseits auch etwas beschreiben, was man gemacht hat, also ein Projekt, das man bereits umgesetzt hat, ist vielfach dann einfacher, weil der Ausgang ist dann auch schon ein bisschen bekannt. Oder wenn Sie ein Projekt beantragen, das im Prinzip eigentlich parallel zu dem läuft, wie Sie die Prüfung machen wollen, dann können Sie das eigentlich so begleitend mit durchziehen. Also es geht im Prinzip eigentlich hier, einen Antrag zu wählen. Sie wählen dann klar auch aus, welche ITIL-Elemente, komme ich auch noch hinzu, Sie da implementieren wollen. Eben, Sie müssen nicht alle Details in Büchern nachweisen, aber Sie müssen eine Auswahl treffen und die müssen Sie dort schon bekannt geben. Und im Prinzip ist dann das Examination Institute, die das Proposal anschauen, die prüfen dann, ob das so in Ordnung ist. Das ist wie ein Projektantrag, den Sie an ein Gremium schicken und wenn die dann bewilligen, ja, das ist jetzt eigentlich gut, das passt, dann bekommen Sie im Prinzip eigentlich ein Okay und können dann das Work Package, das ist der nächste Step, das heißt eigentlich die eigentliche Diplomarbeit oder Masterarbeit ausarbeiten. Und dort, das ist dann wirklich dann eine Beschreibung, wie Sie das Ganze dann auch gemacht haben. Also es geht da weniger um zusammenzureihen, welche Prozesse, dass Sie da gemacht haben und schöne Projektdiagramme oder Prozessdiagramme aufzulisten, sondern es geht mehr eine Beschreibung eben über das, wie das Ganze abgelaufen ist. Also das wird Ihnen die Hauptarbeit bescheren und wenn Sie die dann eingereicht haben, dann haben Sie die Möglichkeit, dann wird das auch angeschaut und dann werden Sie dann zum Interview eingeladen. Interview ist letztendlich dann der letzte Schritt, wo man dann das Ganze nochmal mit Ihnen bespricht. Sie werden da über eine Webkonferenz eingeladen und dann hat man dann bis zu einer Stunde Zeit, über die ganze Arbeit zu sprechen. Man wird auch versuchen herauszufinden, ob Sie wirklich der gewesen sind, der es geschrieben hat. Ist natürlich klar, auf der anderen Seite gibt es immer auch so Unklarheiten, wo Sie dann noch präzisieren können. Ja, das ist so der eigentliche Ablauf. Was sind jetzt die Anforderungen, die ganz konkreten Anforderungen, die Sie erfüllen müssen? Ich habe schon gesagt, Sie müssen natürlich eine Expertqualifikation haben. Das haben Sie einerseits über die Malkprüfung, wenn Sie die erfolgreich bestanden haben, oder wenn Sie noch die V2-Prüfung gehabt haben und einen Managers Bridge dann auch gemacht haben. Das war ja eine Zeit lang möglich, diese Übergang mit einer Bridge-Prüfung zu absolvieren. Dann haben Sie ein Expert-Zertifikat erhalten und dieses ist mal eines der Kriterien, das Sie mindestens erfüllt haben müssen. Und das zweite Kriterium ist, Sie müssen 5 Jahre Service-Management-Praxiserfahrung in führender Position, eben als interner Senior-Manager, Verantwortlicher, ja, oder als externer Berater, indem Sie wirklich dort auch in, sag ich mal, leitender Funktion in Projekten den Nachweis haben, dass Sie da wirklich gearbeitet haben. Ja, und das reicht natürlich dann nicht aus, dass man das einfach so mal deklariert, sondern Sie brauchen dann auch Bestätigungen. Ich komme auch dazu noch. Ich habe aber noch ein paar zusätzliche Empfehlungen mit aufgelistet. Also
mich dünken diese zwei sind relativ dünn. Ich denke, für Sie, wenn Sie sich wirklich ernsthaft damit überlegen, sollten Sie schon diese Liste, die ich Ihnen da aufzeige, auch noch in Betracht ziehen. Ich denke, Sie sollten mindestens 10 Jahre in einem Service Provider-Organisation gearbeitet haben und in dem Umfeld Service-Management-Prozesse auch wirklich Erfahrung gehabt haben. Sicher sollten Sie die Methodiken, wie es vorher auch erwähnt, 5 Jahre im Support-Umfeld oder im Change- oder im Design-Umfeld oder Strategie-Umfeld Erfahrungen mitbringen können. Sie müssen auch wirklich Erfahrungen in allen 5 Lifecycle-Phasen haben. Also es nützt jetzt nichts, dass Sie sagen, ja, ich habe jetzt 10 Jahre Support-Desk geleitet und bin da auch Service-Desk-Manager gewesen über Jahre und kenne mich da eigentlich gut aus. Sie sollten auch Erfahrungen eben in anderen Phasen, insbesondere auch in Strategie, Design und Transition mitbringen. Ja, und Sie sollten natürlich auch eine leitende Funktion gehabt haben, weil es ist eine Manager-Ausbildung gewesen und da Sie auch wirklich Verantwortung gehabt haben. Das Thema ist ja nicht immer so einfach zu überzeugen und in der führenden Funktion sind Sie da eher in der Lage, dort auch wirklich Bewegung hineinzubekommen. Eine wichtige Eignung ist auch die Schnittstelle Business zu IT, dass Sie da Erfahrungen mit einbringen, wie Sie mit solchen Requirements umgegangen sind. Wir werden es dann nachher später noch sehen. Es ist auch wirklich wichtig, dass Sie diesen Business-Nutzen rüberbringen können und das auch nachweisen können. Ja, ein paar zusätzliche Empfehlungen, die ich Ihnen auch noch mitgebe. Letztlich erstellen Sie eine Arbeit, eine dokumentierte Arbeit, die Sie auch dann präsentieren können am Schluss im Interview. Dann sollten Sie eben auch im Bereich Kommunikation, Präsentation, auch im Rahmen vom Schreibstil her, sollten Sie gute Skills haben. Sie sollten eigentlich auch eine Art Coacher oder Mentorfähigkeit haben, also wenn Sie die Rolle gehabt haben, Service Manager zu coachen, weil das sind auch so die Fähigkeiten, die Sie dann immer wieder brauchen und zum Ausdruck bringen müssen in Ihrer Arbeit. Ja, und eben letztendlich sind die Master, die sind noch sehr, sehr dünn von der Anzahl her. Die sind wirklich dann schon die, die eine Champion-Rolle einnehmen. Ein Punkt, der ist jetzt immer noch sehr, sehr wichtig und vielleicht für den einen oder anderen auch zentral, ist die Sprache. Es ist zurzeit alles nur in Englisch möglich. Das TÜV arbeitet dran. Ich habe nochmal versucht nachzufragen. Es geht mindestens noch ein Jahr, denke ich, bis sie so aufgestellt sind, dass sie die Prüfungen in Deutsch machen können. Aber zurzeit, wenn Sie das jetzt loslegen müssen, ist also die ganze Arbeit inklusive einem Work Package in Englisch abzugeben. So, ich schaue mal, ob da mittlerweile da irgendwelche Fragen offen sind. Okay. Okay, ja, Entschuldigung, ich muss da mal schauen. Ich sehe eben diese Fragen nicht. Hoffe, ich kann das da einblenden. So. Also, wenn jemand. Ah, da hat's. Nee, hä? Entschuldigung, aber ich will da nicht, dass ich da jemand. Jemand hat keinen Ton, kann das sein? Immer noch? Okay, also ich hoffe, es ist gut. Jetzt ist gut. Ah, okay, gut. Ja, auch die Interviews, das ist eine Frage. Die Interviews sind auch in Englisch. Also man hat die Möglichkeit, einen Übersetzer dabei zu haben. Also das bieten sie an. Also da sind sie, von daher sind sie offen. Aber wie gut das dann läuft, das ist dann immer so eine Sache. Aber ich denke, da haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie sagen, ja, da fühle ich mich nicht sicher, dann nehmen Sie einen mit und dann übersetzt er dann. Das wird dann schon eine Möglichkeit geben. Okay, gut.
Sie erhalten auch eine Reihe von Dokumenten, die Sie einerseits dann auch verwenden müssen, erstellen müssen, aber die Ihnen auch als Template zur Verfügung gestellt werden. Also eben diese Registration, habe ich Ihnen schon gesagt. Und dann gibt es auch noch das sogenannte Referee Statement. Also das ist eigentlich eine Bestätigung, entweder von Ihrem Arbeitgeber oder von Ihrem Kunden, dass Sie die Arbeiten, die Sie ja dann da entsprechend auch machen, respektive dann in Ihrem Proposal bekannt geben, dass Sie tatsächlich diese Rolle wahrgenommen haben. Es ist jetzt nicht so, dass die Behörde da, die Prüfungsbehörde dann entsprechend nachfragen geht. Aber Sie müssen so ein Statement dann einreichen und zu jeder Arbeit, die Sie gemacht haben, also Sie können dann auch verschiedene Arbeiten machen, muss das eigentlich dann zum Ausdruck gebracht werden. Es wird auch ein Template geben für das Proposal, also wo Sie Ihren Projektantrag stellen. Es gibt eine sogenannte ITIL Elements Liste. Das ist eben diese Möglichkeit, wo Sie sagen können, welchen Bereich, dass Sie jetzt da sagen, möchten Sie in diesem Projekt durchführen. Und es gibt auch noch ein sogenanntes Requirement and Scope Document. Also das ist dann konkret beschrieben, wie die Anforderungen sind und was das Scope dann beinhaltet. Also das heißt auch letztendlich, wie Sie das, was Sie genau beschreiben müssen und in welchem Umfang. Das werde ich Ihnen nachher auch zeigen, aber die Dokumente stehen alle zur Verfügung, wo Sie sich dann genau dran halten sollten. Also es ist wirklich wichtig, dass Sie da möglichst diese Empfehlungen berücksichtigen. Auch für das Work Package gibt es ein Requirement and Scope Document. Das ist dann sehr, sehr wichtig, dass Sie da nicht sehr viel Arbeit hineinstecken und eigentlich am Ziel vorbeifahren. Es wird auch ein sogenanntes Outline Template, das ist eigentlich das Template, wo Sie die Arbeit dokumentieren sollten. Es ist jetzt nicht zwingend, dass Sie genau dieses Template nehmen, ist aber schon zu empfehlen, weil diese Elemente, die Sie da in der Struktur enthalten haben, die sollten Sie auch irgendwo wieder sichtbar haben. Und dann werden Sie die Arbeit einreichen, Sie werden die Arbeit auch mit etlichen Attachments, wo Sie dann eben die Ergebnisse beispielsweise von einem Prozessworkshop oder was auch immer Sie gemacht haben, dann beilegen müssen. Das heißt, die Attachments, die zählen dann nicht primär zur Aufgabe, aber die können Sie dann zur Unterstützung, zur Nachweisunterstützung dann noch hinzufügen. Und damit die vielen Dokumente Sie haben, dass man das dann auch wirklich versteht, haben Sie dann noch eine sogenannte Work Package Submission Form, also was Sie alles da einreichen, nochmal dokumentieren. Und ja, wenn Sie jetzt beispielsweise die Referee Statements noch nicht haben gehabt haben bei der Anmeldung oder beim Proposal, weil Sie das Projekt ja erst gerade gemacht haben, dann können Sie es auch zusammen mit dem Work Package einreichen. Also spätestens dann muss es eingereicht werden. Auch fürs Interview wird es eine Anleitung geben, wie man sich da, was man da, was es einen erwartet und wie man da eigentlich damit umgeht. Ich zeige Ihnen jetzt im nächsten ein bisschen so vom Ablauf her, auch wie dann die Reaktionszeiten sind. Also es ist ja nicht so, wie Sie bei der Prüfung das vielleicht gewohnt sind. Sie geben die Arbeit ab und dann wird das gerade ausgewertet und Sie haben das Resultat. Das Ganze zieht sich ein bisschen länger hin. Also einerseits, klar, wenn Sie sich registrieren, dann haben Sie das, das können Sie gerade online machen, das ist kein Problem. Wenn Sie das, die Application dann einreichen, wann immer Sie das tun, sollten Sie innerhalb von 10 Tagen eigentlich dann eine Bestätigung bekommen. Entweder gibt es noch Fragen, dann müssen Sie noch nachreichen, oder Sie haben dann in 10 Tagen mal das Okay, dass man Sie grundsätzlich akzeptiert als Kandidat. Und dann reichen Sie das Proposal ein. Das Proposal beinhaltet ja den Projektantrag. Sie sagen auch den Umfang, welche Elemente, dass Sie dabei haben müssen, möchten. Und da, wenn Sie das eingereicht haben, dann müssen Sie mit 6 Wochen Wartezeit rechnen. Das wird dann alles geprüft. Die haben natürlich auch nur begrenzte Ressourcen. Aber so nach 6 Wochen spätestens sollten Sie dann die Bestätigung haben, ja, das Projekt
als Masterarbeit wird so akzeptiert. Oder auch da kann es dann wieder Fragen geben, die Sie dann nachreichen müssen. Das Work Package, wenn Sie das dann soweit haben, das wird dann von zwei Assessoren angeschaut. Also es gibt einen Lead Auditor, der schaut mal innerhalb von 4 Wochen mal grundsätzlich quer durch, ob alles dabei ist. Also der macht jetzt noch nicht eine detaillierte Analyse, aber der schaut mal quer durch, um zu schauen, ob da Elemente fehlen. Und da ist dann schon wichtig, dass Sie dann nicht abweichen von Ihrem Proposal. Also Sie können nicht dann während dem Workpatch plötzlich sagen, oh, da habe ich vielleicht ein bisschen wenig in dem Bereich, nehme noch etwas anderes hinzu. Da sind Sie dann schon ziemlich strikt. Also das wird dann da geprüft. Und dann wird auch noch ein zweiter Assessor wird das Ganze anschauen. Und gemeinsam werden Sie dann eigentlich nach 6 Wochen später, das heißt insgesamt 10 Wochen nach dem Einsenden vom Work Package, wenn es keine Fragen gegeben hat, werden Sie dann im Prinzip eigentlich den Entscheid schon mal erhalten. Der Entscheid ist sehr, sehr wichtig dort. Wenn der okay ist, dann kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass Sie schon den Master praktisch in der Tasche haben. Das Interview ist wirklich dann spätestens dann noch die Möglichkeit, das noch nachzubessern, im Sinn von zu bestätigen. Aber das wird nicht mehr diesen Stellenwert haben. Es geht wirklich darum zu schauen, ist der Kandidat wirklich der? Und wenn es wirklich noch offene Fragen hat, kann er die auch gut begründen. Ich gehe mal davon aus, wenn es die Work Package gut ist, dass das grundsätzlich eigentlich auch dann nicht mehr allzu dramatisch sein sollte. Und dann am Schluss erhalten Sie dann irgendwie nach 4 Wochen nach dem Interview dann das Resultat und dann irgendwann später kriegen Sie dann auch noch das Resultat dann in Form von einem Zertifikat. Ja, wie lange brauchen Sie? Das müssen Sie sich auch gut vorplanen. Also man sagt so, eine Spannweite von 6 Monaten. Sagen wir, 6 Monate ist wahrscheinlich die kürzeste Zeit, um das hinzubekommen, bis Sie haben Maximum 2 Jahre Zeit. Also nach Einreichen vom Proposal bis der Abschluss muss innerhalb von 24 Monaten sein. Ich würde mit 1 Jahr rechnen, so rein so von der Erfahrung her, weil eben auch diese Wartezeiten dazwischen liegen. Aber das hat man ein bisschen selber auch in der Hand, das zu steuern. Also Sie sehen da die verschiedenen Steps, die da kommen. Am Anfang reichen Sie ein, eben die Application, Sie müssen ein CV, das wird ganz weggeprüft, eben Sie müssen auch bezahlen, das wird ganz am Anfang, also es wird nicht am Schluss ums Geld gestritten, also wenn Sie am Anfang nicht bezahlen, dann bleibt das Ganze natürlich auch liegen. Und wenn es dann erfüllt ist, gibt es entweder eben eine Akzeptierung oder eine Rückweisung. Ja, das ist dann sofort. Und wenn Sie dann die Arbeit eingereicht haben, das Proposal, da werden Sie je nachdem auch noch mit zusätzlichen Informationen befragt, wenn irgendwas noch fehlt. Das Work Package, das braucht dann wirklich am längsten. Also da werden Sie 3, 4 Monate sicher investieren müssen. Das braucht natürlich auch Zeit, diesen Umfang dann auch gut anzuschauen, um da auch seriösen Feedback zu geben. Und dann, wenn die mündlichen Interviews dann anvisiert werden, dann werden Sie dann entsprechend ja, in kurzer Zeit dann das Resultat haben. Also rechnen Sie mal sicher mit 1 Jahr, also ein halbes Jahr ist sportlich. Das haben Sie nicht selber können Sie nicht selber genügend beeinflussen, weil Sie einfach auf Wartezeiten warten müssen. Klar, wenn jemand schon genau weiß, was er macht, dann kann er schon parallel auch mit dem Work Package anfangen. Das ist vielleicht sogar keine schlechte Idee, um diese Zeit dann aufzuholen, respektive wenn es eine günstige Zeit gibt, wo er die Arbeit schreiben kann. Ja, es gibt zu den Phasen Proposal und Work Package gibt es sogenannte Requirement und Scope Dokumente.
Die Requirement- und Scope-Dokumente, die beschreiben eigentlich exakt, wie Sie die Templates verwenden müssen. Sie werden auch ein bisschen darauf hingewiesen, was als Nutzen erwartet wird, wie man das eben auch ausweisen soll, wie man es auch, dass man es auch irgendwie zeigen muss, was ist erwartet, wie wurde es gemessen, wurde erreicht und wie ist man da mit dem Resultat umgegangen. Sie haben auch eine Scope-Beschreibung. Ja, das ist natürlich wie eine Masterarbeit auch sein sollte. Wenn Sie da Quellen verwenden, sollten Sie klar auch ausweisen, woher Sie die haben. Sie dürfen Diagramme nehmen, die Sie von ITler haben, müssen aber auch entsprechend klar ausgewiesen werden. Sie haben auch eine Beschränkung der Anzahl Wörter. Ja, das ist eigentlich auch eine Erkenntnis aus diesen Pilotphasen. Es ist auch die Kunst eigentlich eines Managers, das Wesentliche in wenigen Worten zu sagen. Weniger oder einfacher ist es mal drauf loszuschreiben und dann hunderte von Seiten zusammenzubekommen. Und das war am Anfang natürlich ein bisschen so offen. Da hat man natürlich Arbeiten eingereicht bekommen, die waren praktisch nicht zum Korrigieren. Da war so viel Material drin. Und damit das Ganze auch irgendwie vernünftig handelbar ist, hat man dort eine Schranke gesetzt. Ich komme dann nachher noch konkret dazu, was das heißt. Masterelemente. Ja, ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen nicht alles in ITIL nachweisen. Sie haben eine gewisse Freiheit, welche Elemente Sie wählen, wo Sie auch Ihre Stärken haben. Können das auch durchaus dann entsprechend da zum Ausdruck bringen. Es gibt eine ITIL-Elementliste, ich werde Ihnen die nachher gerade zeigen, wo Sie dann auswählen können. Und Sie sollten dort zwischen mindestens 10 und Maximum 20 Elementen auswählen. Also hier vielleicht schon die erste Empfehlung, gehen Sie nicht auf 20, weil die 20 müssen Sie dann auch irgendwo verwenden, auch wenn Sie natürlich 20 sichere Erfahrung haben. Die Arbeit wird umso größer und dann wird es dann schwieriger, das in der kurzen Form zusammenzubekommen. Also bleiben Sie da möglichst bei der unteren Grenze. Sie müssen Elemente aus allen 5 Lifecycle-Phasen anwenden. Eben, es reicht nicht, wenn Sie sagen, ich mache das jetzt primär im Operation-Umfeld, da habe ich alles gemacht, sondern Sie müssen aus allen 5 inklusive Strategie, inklusive CSI, müssen Sie Elemente wählen, um dann zeigen zu können, dass Sie wirklich über alle Themen Bescheid wissen. Sie können dann gewisse Elemente auch gewichten, also wie Sachen, wo Sie sagen, da habe ich einen großen Fokus drauf, wo der Schwerpunkt liegt, und Sachen, die dann vielleicht mittlere Gewichtung oder dann eigentlich eher klein sind. Also bei den kleinen Gewichtungen, da geht es eigentlich. Da müssen Sie in etwa nur kurz beschreiben, wie Sie das Ganze adressiert haben, was die Erkenntnisse gewesen sind. Bei der Gewichtung 3 müssen Sie schon ausführlich beschreiben, wie Sie das Management dazu gebracht haben, diese Elemente zu adressieren, wie Sie das angegangen sind, wie Sie mit Schwierigkeiten umgegangen sind, wie Sie Konflikte gelöst haben und so weiter. Es gibt eben da unten so eine Art Minimum an Gewichtung, die erfüllt sein müssen. Also das wird dann auch geprüft in diesem Proposal. Sie müssen mindestens eben 2 Elemente haben mit Gewichtung 3, also die höchste Gewichtung. Die müssen dann mindestens 2 sein. Sie müssen mindestens 3 Elemente haben mit Gewichtung 2 und mindestens 3 Elemente mit Gewichtung 1. Also da haben Sie dann zusammen erst 8 Elemente, das heißt, Sie müssen mindestens noch 2 hinzunehmen, entweder 3er oder 2er oder auch 3er natürlich. Aber wichtig auch noch, es muss mindestens ein Element aus jeder Phase sein, die entweder 2 oder 3 sind. Sie sehen, also da gibt es eine enge Fassung, Sie müssen wirklich aus allen Bereichen etwas nehmen. Jetzt zeige ich Ihnen vielleicht ein bisschen mal die Liste. Ich habe die aufgeschlagen. So, jetzt muss ich mal schauen, ob das groß genug ist. So.
schau mal schnell da, ob sie da alle noch da sind. Okay, ich hoffe, Sie sehen dann irgendwann, ich habe da ein Excel-Sheet offen. Das können Sie alles nachher herunterladen. Ich zeige Ihnen dann noch, wo Sie verschiedene Reiter haben. Sie haben Strategie, Design, Transition, Operation und CSI. Und dann haben Sie hier so Elemente. Und in diesen Elementen, da können Sie auswählen. Also es hat hier auch eine Gewichtung, die können Sie dann aber selber steuern. Ja. So können Sie eigentlich aus diesen Elementen, die jetzt da in der Phase Strategie sind, oder ich gehe jetzt mal da ins Operation. Hat es dann da Themen aus dem Bereich Event Management, aus dem Bereich Incident Management, Problem Management und so weiter. Also das ist eigentlich so eine vordefinierte Liste. Und da hat es gesamthaft, ja, ich weiß nicht, irgendwie gesamthaft wahrscheinlich 50, 60 Elemente, wo Sie eigentlich auswählen können. Sie können auch noch stärker dann spezifizieren, was genau in diesem Element Sie adressieren möchten. Also diese Elemente, die sind wichtig in der Proposal-Phase. Am besten ist auch, dass dann, wenn Sie sich überlegen, das zu tun, dass Sie die Liste mal anschauen, ob Sie da mindestens zehn Elemente zusammenbekommen, wo Sie sagen, wo Sie schrecklich auch überzeugt sind, ja, da habe ich entsprechend was gemacht, das kann ich gut beschreiben und kann ich gut auch nachweisen. Okay, mal schauen, ob es mittlerweile noch wieder Fragen gegeben hat. Ich muss das hier ein bisschen selber managen. Ich hoffe, ich komme das da. Okay. Ja, ich hoffe, die Leitung hält ein bisschen. Ich bin da im Ausland und das ist immer so eine Sache. So, habe ich da die Fragen? Entschuldigung. Gibt es keine Fragen? Okay, vielleicht muss ich nachher nochmal, es ist ein bisschen schwierig, hier die Fragen da zu visualisieren. Okay, das Proposal. Das Proposal, ich gehe jetzt mal davon aus, Sie haben die Anmeldung der Application gemacht, Sie haben auch die Praxiserfahrung nachweisen können und Sie haben dann auch eingezahlt. Jetzt kommen Sie zur Phase Proposal, das ist eigentlich der Projektantrag. Da geht es eigentlich darum, dass die Assessoren, die werden dann zum nächsten Mal dann Kontakt haben mit Ihnen, zu schauen, ob alles enthalten ist, was Sie für die Arbeit dann am Schluss brauchen, ob die Elemente, die Sie ausgewählt haben, auch korrekt sind, ob das mit der Gewichtung auch stimmt, ob die Anzahl stimmt dass letztendlich das Projekt eigentlich als solches genehmigt werden kann. Also es geht da in der Form natürlich primär auch eine formelle Betrachtung, ob alle Elemente drin sind. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass Sie dann schon genau wissen, was Sie dann in der Arbeit schreiben wollen. Eben wie ich gesagt habe, dass Sie nicht einfach Elemente wählen, wo Sie dann plötzlich in Straucheln kommen, wenn Sie dann den Nachweis erbringen sollten. Formelle Anforderung, also das Ganze hat auch eine Freitextphase, wo Sie das ein bisschen beschreiben, auch die Ausgangslage, wie das Projekt aussehen soll. Der Umfang ist da etwa 1000 bis 1500 Wörter, also es ist nicht so groß. Sie müssen eben alle Scope- und Elementanforderungen erfüllen. Und es soll schon ein bisschen ein roter Faden sein, wie das Workpackage dann aussehen wird. Eben hier, sobald Sie das eingeben,
dann muss eben 14 Monate später spätestens das Work Package eingereicht werden. Also das ist so eine Zeitgrenze, nicht, dass sie dann da 2 Jahre verstreichen lassen und dann irgendwann mal die Arbeit einreichen. Also es hat da schon eine feste Grenze. Aber hier, das ist noch überblickbar vom Aufwand her, aber sehr, sehr wichtig dann, dass Sie da die Arbeit, die Sie da einreichen wollen, dann gut geplant haben. Sie müssen sich noch nicht committen, wann Sie das Work Package einreichen. Es gibt vielleicht eine Angabe, wann Sie in etwa planen. Das ist mehr so eine Angabe für die Planung der Korrekturarbeiten im Hintergrund dann, aber es ist keine fixe Verpflichtung. So, jetzt habe ich die Fragen wieder da. Ich brauche mal die Frage. Okay, ist alles gut. Okay, jetzt habe ich da noch eine Frage. Ist der ITIL Master ein Master im Sinn vom Bologna-Prozess? Leider nein. Das ist nach wie vor eine interne Angelegenheit der APMG, respektive der Cabinet Office, die eigentlich der rechtliche Owner gewesen sind, Klammer, das ist ja verkauft worden im April in einem Joint Venture, das wird dann in den nächsten Monaten noch konkretisiert, wie es in Zukunft aussieht, aber es ist kein Bologna-Konzept. Das Konzept ist das gleiche wie Bologna, von diesen entsprechenden Bloom Levels, aber es wird nicht als solches anerkannt. Okay, gut, Work Package. Also hier ist die eigentliche Arbeit und da müssen Sie sich gut vorbereiten, auch Zeit einberaumen. Ja, im Work Package letztendlich liegt alles drin, um zu überprüfen, ob der Kandidat tatsächlich diese Fähigkeiten hat. Er muss die reale Praxis dann eigentlich nachweisen. Ich komme nachher noch konkret dazu. Es kann es sein, dass Sie sagen, ja, ich habe überall natürlich irgendwo solche Elemente gemacht in den verschiedenen Projekten, aber ich habe jetzt nicht ein Projekt, wo ich alles zusammen gemacht habe. Das ist in aller Regel ist das der Fall. Also Sie haben selten ein Projekt, wo Sie wahrscheinlich sagen können, dass habe ich es querbeet alles beinhaltet. Dann müssen Sie im Prinzip eigentlich mehrere Projekte einreichen. Das muss auch schon im Proposal dann ersichtlich sein. Also Sie können maximal 4 sogenannte Projekte beschreiben. Aber auch da eine Warnung. Ich würde nicht mehr als 2 eingeben, auch weil sich die Arbeit für jedes Projekt natürlich ein bisschen summiert. Ja. Also Sie können das durchaus aufteilen und aus verschiedenen Situationen, auch verschiedene Kunden oder verschiedene Arbeitgeber können Sie durchaus so aufzeigen. Sie müssen auch einen entsprechenden Nachweis dann halt von jedem diesem Kunden und jedem dieser Arbeitgeber haben. Und der Umfang der Arbeit sollte dann eben zwischen 10.000 und 15.000 Wörter umfassen. Wenn Sie 4 Arbeiten einreichen, kriegen Sie das fast nicht hin oder Sie kriegen nicht so Substanzielles in die Dokumente rein. Also so, das wird jetzt nicht so scharf gemessen. Also ich habe meine Arbeit beispielsweise mit etwas über 20.000 eingereicht, habe schon befürchtet, dass es zurückgewiesen wurde, man hat es dann trotzdem akzeptiert. Aber ich habe auch 3 Projekte eingereicht und das war relativ aufwendig. Also die ganzen Appendixes, eben die Beilagen, das werden natürlich nicht gezählt. Wie sieht das jetzt dann in diesem Work Package aus? Es gibt so verschiedene Skills Area. Also das heißt, es sind verschiedene Bereiche, wo Sie beschreiben müssen und dann ist auch beschrieben, was Sie da eigentlich zum Ausdruck bringen müssen. Es gibt eine Phase oder Skill Area Plan and Analyze, das ist auch so in dem Template so aufgeführt. Also da ist ganz am Anfang, wenn man das ganze Thema aufbringt in der Organisation, wo man entscheiden muss, bewerten, rechtfertigen und planen. Also im Prinzip ist es, wenn Sie im Service Management Thema in die Organisation reinbringen, ganz am Anfang, wo die Notwendigkeit, dass man was tut, wie man das eben aufgezeigt hat, wie man das Management überzeugt hat,
das ist eigentlich da in der Phase zu beschreiben. Also nicht, wenn alles schon bewilligt ist und jetzt können Sie da anfangen umzusetzen, sondern wirklich auch die ganze Phase. Und Sie müssen vor allem beschreiben, wie Sie das angegangen sind. Also weniger jetzt den bewilligten Projektauftrag dazu zeigen, sondern auch beschreiben, was für Schwierigkeiten dass Sie gehabt haben, wie Sie da mit Widerständen umgegangen sind. Die nächste Skill Area ist Adapt, Apply und Implement. Da geht es darum, natürlich dann die Praktiken umzusetzen. Das ist vielleicht ein Hauptteil, also da, wo die eigentliche Arbeit stattfindet. Also wie die ganze Implementation stattgefunden hat. Wenn Sie die Prozessworkshops durchgeführt haben oder wenn Sie Service Level Agreement vereinbart haben mit dem Kunden, wie das Ganze abgelaufen ist. Auch hier mehr das Wie und weniger dann das Was. Das Was können Sie oder respektive was da effektiv herausgekommen ist, können Sie als Appendix anfügen. Dann ist ja die ganze Thema Kultur, Organisationskultur, die Veränderung als solches ist ja im Thema Service Management immer zentral. Und man geht auch davon aus, dass das ein Thema gewesen sein muss in dem Projekt. Und da sollten Sie eben auch zeigen, wie Sie das adressiert haben. Wie haben Sie jetzt eben das Verhalten beeinflusst? Wie haben Sie die Einstellung in der Kultur verändert? Ja. Das können Schulungen gewesen sein, das können auch irgendwelche Maßnahmen gewesen sein, wie Sie das adressiert haben. Also das, wie Sie das angegangen sind, wie auch die ganze Kommunikation stattgefunden hat, eben Status vom Projekt, wie man das auch intern verteilt hat, wie das Management dann auch überzogen wurde, dass sie da gewisse Botschaften selber mitbringen müssen. Also das wird alles dort erwartet, wie sie das da gemacht haben oder wie sie das Ganze beeinflusst haben. Sie müssen nicht in allen Aktivitäten der sein, der es alleine gemacht hat. Man geht auch davon aus, dass ein Projekt nicht alleine gestemmt werden kann. Sie müssen aber dann zeigen, auch welche Rolle Sie tatsächlich gehabt haben. Und vielleicht sind Sie in gewissen Orten halt primär der Projektcoach gewesen, kann durchaus sein, und wurden die Arbeiten zum Teil irgendwo anders gemacht oder wie Sie sich da eingebracht haben. Wenn Sie da überall erzählen, dass Sie da der gewesen sind, der alles alleine gemacht hat, dann wird man Ihnen das nicht abnehmen. Der Punkt 4, Organisationsvalue Investment, das ist ganz, ganz spannend. Da müssen Sie auch aufzeigen, und da kommt dann der Bogen wieder zu Plänen, Anleihen, wo Sie ja ein Nutzenversprechen gemacht haben, wie Sie das dann tatsächlich dann nachgewiesen haben. Also das ist ein quantifizierbarer Return on Investment oder Value on Investment, sowohl auf Business-Seite wie auch auf IT-Seite müssen Sie zeigen, wie Sie das nachweisen können. Haben Sie jetzt die Einsparungen oder die Verbesserungen tatsächlich erbracht? Und wie sind die Ergebnisse gewesen? Allenfalls, wie ist man damit umgegangen, wenn die Ergebnisse nicht so erfolgreich gewesen sind? Und letztlich ist Punkt 5 ist Issue und Risk Management. Das heißt auch, wie sind Sie mit Problemen umgegangen? Wie haben Sie Risiken gemanagt? Wie haben Sie die adressiert und überwacht? Also das heißt im Prinzip pro Assignment. Sie haben ja Möglichkeit, bis zu 4 Assignments zu machen oder pro Projekt, das Sie ja da beschreiben. Wenn Sie da so mehrere Projekte aufgeteilt haben, müssen Sie diesen ganzen Bereich hier beschreiben. Und darum eben meine Empfehlung, nicht möglichst gerade 4 zu beschreiben, sondern versuchen, wirklich Bereiche zu finden, wo Sie das zusammenfassen können. Ja, wie läuft das denn ab, dieses Assessment-Prozess? Das ist vor allem eben Proposal und Work Package. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Sie werden 2 Assessoren bekommen, die werden Ihnen zugewiesen. Je einer, der primär mit Ihnen in Kontakt sein wird und ein zweiter, der im Hintergrund mitarbeitet. Die haben natürlich auch Hilfsmittel, wie Sie das Ganze überprüfen können. Sie haben so ein Marking-Schema, was man da enthalten, was enthalten sein sollte. Und im Prinzip ist es so, dass sie unabhängig voneinander bewerten. Und man sagt auch, dass die in aller Regel eigentlich hätte auf das gleiche Resultat kommen. Kann natürlich sein, wenn etwas nicht, wenn es Abweichungen gibt, also unterschiedliche Einschätzungen, dann werden die dann gemeinsam miteinander angeschaut. Ja, jetzt
Am Schluss entscheiden Sie dann, ob er wechseln kann. Also wenn das Proposal okay ist, dann kann er wechseln zur Phase Work Package. Es wird dem Kandidaten jeweils nur eine letzte Möglichkeit gegeben zur Nachbesserung. Also wenn Sie im Proposal etwas vergessen haben, können Sie einmal noch nachreichen. Wenn Sie im Work Package etwas vergessen können, können Sie auch noch einmal. Also gesamthaft können Sie pro Phase natürlich einmal. Aber wenn Sie dann das immer noch nicht genügend zur Zufriedenheit eingereicht haben, dann ist der Prozess beendet. Wie man da mit dem Geld umgeht, ist jetzt auch nicht so ganz klar, aber ich glaube, in der Work Package Phase ist der Aufwand wahrscheinlich schon getätigt. Im Proposal könnte man wahrscheinlich dann noch diskutieren. Ja, hier sind auch so die Rollen und Verantwortlichkeiten eigentlich aufgeblendet. Es ist auch wichtig, klar, wenn Sie das beschreiben, dann beschreiben Sie natürlich einen Kunden oder eben eine Umgebung, die vielleicht im vertraulichen Umfeld ist. Und dort können Sie mal so weit versichert sein, dass die ein NDA unterschrieben haben. Es dürfte nicht irgendwie der Fall sein, dass die Arbeiten irgendwie dann mal veröffentlicht würden. Und Sie haben da von den Schwierigkeiten gesprochen in der Organisation. Also das sollte eigentlich vermieden sein. Also auch da vielleicht aufpassen, wenn es zu sensibel ist in der Umgebung, dann vielleicht ist nicht ganz so geeignet. Was wird LIDA so bewerten? Klar, ist es vollständig? Ja, sind die Lifecycle-Phasen genügend berücksichtigt? Sie schauen auch sehr stark drauf, ist es klar, welche Rolle der Kandidat gehabt haben. Also nicht nur sagen, wir haben gemacht und das haben wir gemacht und so, sondern auch wirklich, was war meine Rolle. Ich schlage dann auch immer vor, dass man klar, wenn man dann ein Element dann adressiert im Work Package, dass man am Anfang immer schön schreibt, meine Rolle war diese in dieser Funktion, das war das Ziel und so sind wir vorgegangen. Ja, es ist dann auch am Anfang wichtig, wenn man die Umgebung dann beschreibt, wo man das Projekt abwickelt, dass vielleicht die Organisation beschrieben wird, auch ein bisschen wie die Organisationsstruktur aussieht und wie das Ganze dann, die IT dann eingebettet ist im Business. Ja, wie wird das bewertet? Letztlich haben die da 5 Stufen. Ja, die besten respektive die wichtigsten sind 3 und 4. Also entweder hat man gar nicht erfüllt oder nur zum Teil. Es hat Anforderungen jedoch nicht in allen Teilen erfüllt. Das sind dann vielleicht Sachen, die dann zum Nachreichen aufgefordert werden in der Phase 2 oder Bewertung 2. 3 ist vollständig erfüllt, was ja eigentlich das Minimum ist. Und 4 dann ist dann outstanding. Ich weiß jetzt nicht, ich habe so eine klare Aussage nie bekommen, also bin ich wahrscheinlich mindestens nur erfüllt gewesen. Ja, kritisch betrachtet. Ja, wenn Sie das dann geschafft haben, dann haben Sie es effektiv geschafft. Wenn Sie zum Interview eingeladen werden, habe ich Ihnen schon gesagt, dann können Sie schon davon ausgehen, dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Also Sie haben wirklich dann Pech, dass das Interview dermaßen schlecht gelaufen ist. Aber das Ziel von dem Interview, habe ich Ihnen gesagt, das geht darum, dass man die Möglichkeit hat, auch Sachen, die noch nicht so klar herausgekommen sind im Proposal, von den Assessoren dann nochmal erklären zu können. Und Sie können versichert sein, die haben die Arbeit gelesen. Es ist dann wichtig, auch wenn das Interview vielleicht Monate nach dem Work Package dann stattfindet, dass Sie noch sehr gut vertraut sind mit Ihrer Arbeit, ja. Weil die Leute, die kommen vorbereitet ins Interview und werden gezielt Sachen fragen, ja. Und dann sollten Sie nicht auf dem falschen Bein erwischt werden, Sie nicht mehr genau wissen, um was es geht. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Wichtig ist auch eben, dass Sie natürlich auch prüfen können, ist das wirklich der es geschrieben hat. Das werden Sie natürlich auch ein bisschen raushören, rausspüren. Ja, man hat, glaube ich, 60 bis 90 Minuten Zeit.
Das ist eigentlich eine lange Zeit im ersten Blick, aber die geht sehr, sehr schnell durch. Also man kann durchaus, es gibt am Anfang eine Einführung, man stellt sich vor, man muss dann auch irgendwie nachweisen, dass man der ist, mit dem, was man den Ausweis nochmal zeigt. Man wird ja mit Video da eine Konferenz durchführen. Und dann, wenn es gut gegangen ist, werden Sie keinen Entscheid haben natürlich nach dem Interview. Ja, Sie werden es aber höchstens selber ein bisschen spüren, wie es gelaufen ist. Also das ist jetzt das Format, wie es etwa abläuft. Das heißt, macht eine Einführung, es gibt eine kleine Diskussion über das Work Package als solches und dann kommen konkretere Fragen. Also nicht, dass Sie nochmal nacherzählen müssen, was schon drinsteht, sondern es sind dann vielleicht mehr so Fragen, wo ich sage, wie haben Sie jetzt genau das dort gemacht und warum ist das so gelaufen? Also ich versuche wirklich rauszuspüren, weil wenn Sie so Passagen haben, die vielleicht nicht gerade so ausführlich genug beschrieben sind, dass er da drauf dass er da einschlägt. Sie können natürlich auch Fragen stellen von Ihrer Seite, aber natürlich nicht über das Resultat, ja. Das werden Sie noch nicht sagen. Empfehlungen, ich sehe gerade, die Zeit läuft wahnsinnig schnell. Ich habe schon während dem Webinar ein paar Empfehlungen gegeben. Hier nochmal zusammengefasst. Wirklich, ich würde die Templates effektiv verwenden, weil damit kennt sich dann auch derjenige aus, der es korrigiert. Und sie machen es ihm nicht unnötig schwer, sich zurechtzufinden. Die Requirements und Scope Guideline, das ist eine gute Checkliste. Lesen Sie die wirklich gut, weil das gibt Ihnen Hinweis, was Sie beschreiben wollen, müssen, damit Sie sich da wirklich konzentrieren können. Sie sollten im Vorfeld schon prüfen, vielleicht schon bevor Sie eine Application machen, ob Sie diese Elemente tatsächlich gemacht haben. Ja, diese 10, mindestens 10 Elemente, wo Sie haben, damit das wirklich dann ausreicht. Ich habe jetzt da mal eine Stundenangabe gemacht für die Work Package, ist zeit- und arbeitsaufwendig. Also 200 bis 300 Stunden, das ist so, sind schon 2 Monatsarbeiten, das muss man einfach rechnen, ja. Wenn sie eben dann noch in englischer Sprache notwendig ist und sie haben da vielleicht nicht so die Übung, dann ist das natürlich noch ein Faktor zusätzlich. Also es ist wirklich, Sie können nicht einfach Protokolle hineinkopieren, die Sie gefertigt haben, sondern Sie müssen das Ganze drumherum müssen Sie beschreiben. Das haben Sie in der Regel nicht so zur Hand. Ja, eben Deutsch wird es dann wahrscheinlich in einem Jahr, vielleicht hoffe es, dann bereit sein. Spezifische Empfehlung wirklich. Unterschätzen sollte man es nicht. Es ist eine Masterarbeit, die auch wirklich eine Zeit braucht. Ja. Es sind alle Lifecycle-Phasen enthalten. Vielleicht auch, wenn Sie eben so ein Projekt beschreiben, dann sollte das Projekt vielleicht nicht allzu lange her sein, weil Sie werden dann vielleicht ein oder andere Dokument als Anhang zur Unterstützung zum Aufzeigen eben beifügen wollen. Und wenn Sie ein Projekt haben, wo Sie nicht mehr an die Unterlagen herankommen, dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Sollte auch eben nicht etwas sein, wo hochsensibel ist oder auch streng vertraulich. Klar sind die Unterlagen mit NDA soweit eigentlich mal geschützt, aber um da letzte Zweifel oder wirklich auszuräumen, sollte das nicht gerade ein hochsensibler Bereich sein, wo Sie dann unter Umständen später ein Problem haben sollten. Ja, und machen Sie wirklich den Master, wenn Sie überzeugt sind, wenn Sie wirklich sagen, ja, das kann ich da aufzeigen und wenn Sie die Unterlagen haben. Ja, und darum ist es vielleicht besser, wenn Sie einen Master starten für eine Arbeit, die Sie vielleicht gemacht haben. Ja. Beispielsweise ein ISO 20.000-Projekt, wenn Sie das federführend mit begleitet haben, da haben Sie alle 5 Phasen beinhaltet. Ja. Ansonsten vielleicht über mehrere Projekte. Und wirklich am Schluss geht es darum, die Masterqualifikation, die bezieht sich auf Sie und nicht auf das Resultat alleine, das Sie dann daraus hervorgebracht haben, sondern wie Sie Ihre Rolle wahrgenommen haben und Ihre Verantwortlichkeiten da
auch wirklich ausgespielt haben. Ein paar Worte vielleicht noch zu den Kosten. Sind, wie gesagt, es gibt keine Ausbildung, aber es gibt eine Prüfung. Und die Prüfung, die verläuft ja mit diesen Assessoren über eine längere Zeit. Die haben auch sehr, sehr viel Arbeit hineinzustecken. Und das zeigt sich dann auch in den Prüfungsgebühren. Also die Prüfungsgebühr, die ist 3.000 Euro. Jetzt ist wichtig, es kann sein, dass Sie, je nachdem, wo Sie, welchem Examination-Institut, wo Sie sich anmelden möchten, dass es 3.500 Euro kostet. Ja, wir haben aber festgestellt, dass es da offenbar mit dem APMG unterschiedliche Preise gibt. Und ich habe mich dann dafür eingesetzt, weil TÜV ist unser Examination-Institut, dass die gleichen Spieße für alle gelten. Also wenn Sie jetzt bei TÜV nur 3.500 angeboten bekommen, dann melden Sie sich bei uns und dann können wir dort intervenieren. Also das ist dann gleich noch ein bisschen eingespart. Ja. Da haben wir nichts davon, also keine falschen Vorstellungen. Ja, und aber was können wir anbieten? Klar, ich habe Ihnen gesagt, wir können keine Schulungen anbieten. Wir sind aber trotzdem auch angefragt worden mehrfach. Ja, ich hätte gerne eine Art Coach, weil es gibt doch eine längere Zeit und ich möchte da nicht irgendwie riskieren, dass ich da irgendwie falsch mache. Wir haben uns überlegt, wie wir sowas machen könnten. Also es ist jetzt einfach ein Service, den wir Ihnen so anbieten können. Sie können von uns nicht erwarten, dass wir Ihnen die Arbeit schreiben. Ich glaube, das ist klar. Aber es hilft vielleicht, wenn wir Sie da beraten und vielleicht so einen First Check machen. Und wir dachten uns, dass wir das so im Rahmen von diesen Phasen, also bei der Eignung, beim Proposal-Dokument, das Sie dann einreichen wollen oder erarbeitet haben, allenfalls daneben vor allem Work-Package-Dokument, dass man da einfach das Reviewed, Feedback gibt, Input gibt, wo Sie dann das dann allenfalls noch ein bisschen optimieren können und das dann einfach zu einem hoffentlich fairen Preis, das wissen wir auch nicht so genau, wie viel das es dann tatsächlich in Aufwand genommen wird. Wir haben jetzt einen Kandidat und das gibt doch die eine oder andere Sitzung, die dann immer wieder stattfindet. Aber letztendlich, wenn jemand wirklich die Voraussetzungen erfüllt, möchte ich da gerne unterstützen, das auch wirklich zu tun. Denn ich glaube, das ist wirklich jetzt die Zertifizierung, die dann tatsächlich nachweist, dass man nicht nur gut Wissen angeeignet hat, sondern auch tatsächlich was damit angefangen hat. Useful Links. Ja, ein Useful Link ist hier die Official Site. Das ist dort unter dem Register Qualifikation, Master Qualification, haben Sie all die Dokumente, diese Requirement and Scope, die Elementliste, die haben Sie dort aufgeschaltet und die können Sie jederzeit herunterladen. Sie können das schon im Vorfeld anschauen. Was ich Ihnen jetzt alles so erzählt habe, habe ich auch schon mal in einem Blog niedergeschlagen, also blogitil.org, da können Sie oben Master Qualification eingeben, dann bekommen Sie nochmal so eine Beschreibung mit den Hinweisen, die Sie da allenfalls befolgen können. Ja, jetzt die Zeit ist schon um. Ich hoffe, es sind noch nicht alle weg. Ein paar sind schon noch da. Jetzt muss ich mal schauen, ob es da noch Fragen gibt. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen mehr. Ich hoffe, Sie haben genügend Informationen bekommen. Wie gesagt, ich werde alle Informationen auch wieder in unser Archiv stellen. Sie können diese Präsentation dann auch herunterladen. Das ganze Audio ist auch heruntergeladen. Och, es hat eine Frage. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen auch, dass Sie da mitverfolgt haben. Ich hoffe, Sie sind auch jetzt motiviert genug, das mal den Master anzugehen. Es macht auch Spaß letztendlich, wenn man es dann geschafft hat. Und wie gesagt, Sie können jederzeit, ich habe dann in meinem letzten Slide, glaube ich, noch Angaben, wie Sie mich erreichen können. Ja, ich würde Sie wahrscheinlich dann auch begleiten, wenn Sie so eine Unterstützung in Anspruch nehmen möchten.
Wir haben auch bei uns aufgelegt in unserem Büro in der Badenstraße in Zürich. So eine Masterarbeit, wie die aussieht, kommen Sie durchaus nochmal vorbei. Entweder Sie kommen auch noch einen Kurs bei uns oder besuchen Sie uns spontan und schauen dann mal in so einen Ordner, wie so etwas aussieht. Okay. Ja, wenn Sie keine Fragen mehr haben, ja, dann möchte ich mich recht, recht herzlich bedanken für Ihre Zeit und wünsche Ihnen toi 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 für die weitere Unterstützung, dass Service Management in den IT-Organisationen Einhalt bekommt, dass Sie das auch in der Praxis nachweisen können. Und wenn Sie dann wirklich den Master machen, dann drücke ich Ihnen die Daumen, wünsche, dass alles wunderbar aufgeht. Recht herzlichen Dank und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Auf nächsten Mal schauen Sie auch auf unserer Webseite nach. Wir haben ein spannendes Referat, das dann mein Kollege, der Alex Lichtenberger, halten wird zum Thema Kultur in der Organisation, also die ganzen Worst Practices, die es heute gibt, weil die Worst Practices manchmal wirklich diese verdeckten oder ja unsichtbaren Blockaden sind, um solche Service Management Projekte umzusetzen und wie wir oder wie man so Worst Practices aufdecken kann. Also im Juli wird es ein Webinar geben und da möchte ich Sie auffordern, allenfalls auch da teilzunehmen. Recht herzlichen Dank und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.